In Polen wird heute ein neues Parlament gewählt. Etwa 29 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Und Umfragen zufolge ist ein knappes Ergebnis zu erwarten. Zuletzt lag die nationalkonservative Regierungspartei PiS mit Ministerpräsident Morawiecki vorn. Die Partei steht seit Jahren im Konflikt mit der EU, zuletzt wegen der Justizreform in Polen. Ebenfalls gute Chancen werden der liberalen proeuropäischen Bürgerplattform von Ex-Regierungschef Tusk eingeräumt. Erste Prognosen, die gibt's nach der Schließung der Wahllokale um 21 Uhr. Christine Joachim in Warschau. Viele sprechen ja bei dieser Wahl von einer Schicksalswahl. Warum? Ja, es ist sozusagen Schicksalswahl oder man könnte es auch Richtungswahl nennen, weil alles davon abhängt, in welche Richtung dieses Land sich weiterentwickelt oder in welche Richtung es gehen wird. Die PiS, die nationalkonservative PiS, ist seit 8 Jahren nun hier an der Macht und sie hat das Land in eine Art Autokratie entwickelt oder umgebaut. Sie hat die Medien stark eingeschränkt, die Medienfreiheit. Sie hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so umgebaut, dass es letztendlich ein Propagandaorgan der PiS geworden ist. Sie hat auch teilweise private Medien über Staatsunternehmen gekauft, um dort weiter ihre Sicht der Dinge zu verbreiten und keinen objektiven Journalismus mehr zuzulassen. Und Sie haben es gerade erwähnt, sie hat natürlich auch die Justiz hier so umgebaut, dass viele Experten davon sprechen, dass dieses Justizsystem nicht mehr unabhängig ist. Sie ist auf Konfrontationskurs mit der EU gegangen, stellt das nationale Recht über das EU-Recht und da ist damit ganz klar, hat sich weit entfernt von der EU, von einer geschlossenen EU. Die Frage ist nun, wird die PiS weiter regieren können oder wird es die Opposition schaffen, eine Mehrheit zu bekommen? Wird eine proeuropäische Opposition, die all das zumindest versuchen kann, wieder zurückzudrehen. Man sieht das auch, dass diese Erkenntnis, dass es sich hier um eine Schicksalswahl, um eine Richtungswahl handelt, dass das auch bei den Polen durchaus angekommen ist. Wir haben erste offizielle Zahlen von der Wahlbeteiligung, die liegt um die 5 Prozentpunkte höher als noch vor 4 Jahren um diese Uhrzeit. Also es zeigt, dass viele Polen, die bisher auch nicht gewählt haben, jetzt sagen, jetzt müssen wir unsere Stimme geben, um etwas eventuell zu verändern. Auch die Polen, die im Ausland leben, die sich vorher registrieren mussten, um im Ausland wählen zu können. Auch da liegen die Zahlen wesentlich höher als noch in den letzten Jahren. Also das ist tatsächlich eine Schicksalswahl, man kann es so nennen. Was für ein Wahlkampf war das? Mit welchen Mitteln wurde um Wählerstimmen gekämpft? Diesen Wahlkampf kann man, denke ich, ganz gut als sehr unfairen Wahlkampf, als einen sehr schmutzigen Wahlkampf bezeichnen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, das hatte ich gerade erwähnt, sind die öffentlich-rechtlichen Medien vollkommen unter der PiS-Kontrolle. Das hat sich viel jetzt im Wahlkampf gezeigt, dass das der PiS sehr, sehr genutzt hat. Sie hat in den Abendnachrichten eigentlich ausschließlich Lobeshymnen auf die Politik der Regierung gebracht. Sie hat die Opposition und vor allem auch Donald Tusk immer wieder diskreditiert, ihn als ein Handlanger Deutschlands, ein Handlanger Brüssels dargestellt. Der Polen sollte er dann die Regierung übernehmen, quasi seiner Souveränität berauben wird. Die PiS hat auch viele, viele andere Wahlkampftricks genutzt, die teilweise auch nur halblegal, wenn nicht sogar illegal waren. Sie hat zum Beispiel jetzt gleichzeitig mit der Wahl heute, lässt sie über ein Referendum abstimmen, wo es thematisch eigentlich nur um die Wahlkampfthemen der PiS geht. Es geht da um Migration, um die Sicherheit an den Ostgrenzen. Und dadurch hatte sie sehr viel mehr Wahlkampfmittel zur Verfügung, weil für ein Referendum auch öffentliche Gelder benutzt werden dürfen und dieser Wahlkampf letztendlich bis in die Wahlkabine getragen wird. All diese Möglichkeiten hatte die Opposition nicht. Außerdem war es auch verbal ein sehr heftiger Wahlkampf. Da hat sich allerdings dann auch irgendwann die Opposition mit eingereiht. Also schmutzig, unfair, so kann man diesen Wahlkampf bezeichnen hier. Trotz dieser unfairen Mittel sind die Prognosen ja so, dass es ein knappes Ergebnis werden könnte. Wie ist der Stand gerade?
Die letzten Umfragen, die jüngsten, bevor hier die Wahlruhe eingetreten ist, also auch keine Umfragen mehr veröffentlicht werden dürfen, sahen so aus, dass die Peace als stärkste Kraft, die stärkste Kraft ist, 35-38%. Die Bürgerkoalition von Donald Tusk lag bei 30%. Aber auch wenn die Peace tatsächlich als stärkste Kraft hervorgehen sollte aus dieser Wahl, wird sie nicht sehr wahrscheinlich keine eigene Mehrheit bekommen. Ich muss dazu sagen, sie hatte bei der letzten Wahl noch 43%, also die Zustimmungswerte für die Peace sind auch erheblich gesunken. Und jetzt kommt es dann alles darauf an, wird die Peace, wenn sie mit der Regierungsbildung beauftragt wird, es schaffen, Koalitionspartner zu finden. Da käme de facto eigentlich nur die ultrarechte Confederatia in Frage, die aber ihren Wahlkampf extrem anti-Peace, als ein Anti-Peace-Wahlkampf gestaltet hat und die auch schon mehrfach gesagt hat, dass sie nicht mit der Peace koalieren wird. Ob das am Ende so kommt, das können wir natürlich nicht sagen. Und das wäre dann letztendlich die Chance für die Opposition, eine eigene Mehrheit zu bilden und die Regierung zu stellen. Aber all das ist noch völlig offen. Christine Joachim, damit ganz herzlichen Dank nach Warschau.